Aber gut, damit kommen wir zum letzten Top 4 Leiter und zwar die gute Melanie. Kommt als nächstes. Und da bin ich gespannt. Also Latias wird auf jeden Fall nicht glücklich. Straptor, Scherox. Und dann ist die Frage, entweder Tornupto oder Dragoran. Oder Austos. Okay. Oder Austos, ja. Sehe ich auch ein. Sehe ich auch ein. Na gut. Frage ist, Lieder mit Scherox. Wenn er mit Scherox leadet, will ich am liebsten mit... Oh, nochmal ein Lieder. Ich glaube, er leadet am ehesten mit Staraptor tatsächlich. Ich glaube, er leadet am ehesten mit Staraptor. Wenn er mit Staraptor leadet, will ich mit Umbreon leaden. Yes, sir. So, der ist Bandit. Lebe ich einen Bandit-Nahkampf von einem Staraptor? Ich glaube schon. Ich glaube, actually schon. Protecten bringt nicht so viel. Mein Fluch-Gegenstoß-Set funktioniert leider nicht so hundertprozentig gegen den. Er geht für Kehrtwende, okay. Das macht so viel Schaden. Das macht so fucking viel Damage. Holy shit. Oh, der möchte, glaube ich, U-Turn into U-Turn into U-Turn into U-Turn einsetzen. Dann wäre hier Fluchwild gewesen. Wobei, ich sag, zwei Bandit-Mons mit beide mit U-Turn sind schon sehr, sehr spooky, leider. Leider ein wenig zu spooky. Das könnte interessant werden. Das könnte interessant werden. Schauen wir mal. So, wir protecten hier natürlich eine Runde. Aber die sagt, die Armee, er geht safe für U-Turn. Er geht nicht für durch. Er wird ja für U-Turn gehen. Das Kill nach Tara. Dann kommt wieder Staraptor rein. Und dann habe ich wieder nichts gegen Staraptor. Ich glaube, das ist GG, oder? Also allgemein, diese zwei Band-Pokémon machen mir so viele Probleme. Das ist echt tricky. Ich hätte hier lieber Schmarotz gehabt als Gegenstoß, aber das ist halt Fluch, Gegenstoß und so weiter. Dachte ich, fand ich set. Er geht actually für Durchbruch. Okay. Okay. That's interesting. That's really, really interesting. So, gehen einmal für Wish, weil ich glaube, im Durchbruch lebe ich. Ich glaube, im Durchbruch soll ich sogar leben. Ein paar enttäuscht mich jetzt nicht. Du bist so eine Flasche, Alter. Jedes Mal, Junge, indem ich fucking nach Tara sehe, ist es so sick. Und jetzt spiele ich selber und jetzt ist so eine Flasche. Kann ich anders sagen. Absolute Flasche. Ja, das Problem ist, das schreibt doch schneller, als ich es. Ja. Wechselt raus, okay. Geht actually raus in Staraptor. Das ist ziemlich gut für mich. Das ist sehr, 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 sehr gut für mich. Hä? Da geht Staraptor raus. Oh nein, CBT. Ganz unangenehm. Was war der Staraptor-Switchout? Was war der Staraptor-Switchout? Ich weiß es nicht. So, da kommt Austos rein. Aus dem Tita. Hier aus dem Tita. Vielleicht doubelt er. Wäre aber okay. I guess. Warum hat der Staraptor gesackt? War das ein Missklick? Oder was war die Intention? Will er sich hier boosten oder geht er für den Attack? Wenn ich mache seinen Sash kaputt, was nice ist. Was richtig gut ist. Und die Frage ist, boostet er sich? Hausbrauch, okay. Dann wäre es Fire Blast gewesen. Fire Blast into Tita Sack. Die Frage ist, tötet Austos mich überhaupt? Ich glaube, ich kann sogar einen von Austos leben. Mit Tita, oder? Ich muss auf jeden Fall, glaube ich, für Steinkante gehen. Keilklinge hat der. Die lebt Tita nicht, ne. Ja, dann wäre es Fire Blast gewesen. Dann wäre es Fire Blast. War 50-50, ne? War eine 50-50, was er macht und was ich mache. Das war eine 50-50. Dann wäre es nochmal Fire Blast gewesen. Weil ich glaube, dann hätte ich safe den
den Dings gekillt. Darkwoods killt den auch mit Flintshots, ja, in der Theorie. Aber Eisbär? Haben wir nicht für Kaiklinge? Okay, das macht keinen Unterschied. Das war literally kein Unterschied. Ah, weil Kaiklinge missen kann, ne? Ja, Kaiklinge kann, glaube ich, missen. Aber ich sag. Ja, aber. Ich sag, Hausbruch. Hausbruch war ein bisschen cocky, aber hat ja funktioniert, ne? War so High Risk, High Reward. Weil. Da hätte ich auch easy drin bleiben können. Er hat auch echt lange überlegt. Aber damit gewinnt er auch den Top-4-Kampf. Und damit geht es weiter mit Champion, Rot und den ganzen Shit. Wir sehen Austausch, Staraptor und Latias. Erste Mal Champ-Battle. Sehr, 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 sehr interessant. Wir sehen Latias im Lead. Finde ich das gut? In der Theorie nicht, nee. Da hätte ich gerne lieber mit Dragoran geleadet. Da hätte ich gerne in der Theorie lieber mit Dragoran geleadet. Als mit Entei. Das glaube ich aber gar nicht so ultra schlimm. Ich weiß eigentlich gar nicht, was mein bester Play ist. Ist Easy ein Tweet auf ihn? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin Leute auf Fire, actually. So, er droppt instant in Draco. Okay. Okay. Und er killt. Okay. Ja, dann wäre es E-Speed gewesen. Ich habe gehofft, dass Entei irgendwie ein lebt. Aber Entei leider. Enttäuschung. Spaß, keine Enttäuschung. Aber ich habe halt gehofft, dass er ein lebt. Und er hat keinen gelebt. So. Dann. Jetzt muss ich überlegen. Austoss und Staraptor noch mit. Das ist in der Theorie ja nicht so schlimm. Nehmen raus den Feraligator. Und für die Dance. Ich meine, jetzt macht in dem Szenario macht jetzt. Also eigentlich macht der E-Speed jetzt auch keinen so großen Unterschied von Entei. Weil. Okay, geht nochmal für Draco. Wie viel macht der? Ja, so viel machen. Das ist das Problem. Halt so ultra viel. Aber ist noch okay. In der Theorie. Ist noch okay. In der Praxis. Weiß ich noch nicht. Das Problem ist. Mine hat keinen Eisschad auf. Er hat keinen Eisschad auf. Austoss. Was sehr, sehr interesting ist. So, wir gehen für Crunch. Der sollte eigentlich killen. Ja, der killt auch so. Wenn jetzt Austoss reinkommt. Straptor kann er eigentlich nicht reinschicken. Wenn Austoss reinkommt, wird's interesting. Kann er für einen Hausbruch gehen? Weiß ich gar nicht. Ich glaube actually nicht, oder? Machen wir Austoss so eine hohe Death. Und Austoss rein. Das Card of Flinch ist kann ich eh nicht. Muss ich nicht. Nicht der Play. Wir müssen für Crunch gehen. Viel Schaden drücken. Okay. Dann geht für Hausbruch. Jetzt ist das Ding. Das ist jetzt das Entscheidende. Erstens ist für Relegator noch schneller. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Und zweitens. Imagine, ich hätte mit Imperator geleadet. Nein, nee, hätte ich den Dings nicht getötet. Wir leben für Relegator nicht. So. Naja, Michi. So, und jetzt gehe ich raus in Dragoran. Und ich glaube es nicht. Aber wenn der E-Speed. Er hat keinen Eisschad. Wenn der E-Speed hier jetzt killt, dann ist es GG. Das wird jetzt interesting. Er ist minus 1 Death. Und Dragoran hat keine Boosts. Aber Dragoran hat so einen hohen Attack. E-Speed kommt. Oh mein Gott, und das ist genau das, was ich meine. Hätte er nur 5 Death weniger gehabt. Dann wäre es GG gewesen. Das ist genau das, was ich meinte. Es sind dieser ganz. Ich sag wahrscheinlich Roll-mäßig. Fun Fact: Shell Smash hätte immer gewonnen, weil Rock Blast dich nicht killt und du auf +2 schneller bist. Passiert, aber super close, ja. Ja.
Man. Aber super close Match. Absolut super close Match. Also, ja, dann hätte Dragoran jedes Gold. Und damit hat er den Champion besiegt. Und jetzt muss Raphael gegen Rot dran. Okay, wir sehen Latias, Dragoran und Shelox. Okay. Interesting. Moritz, wir haben vielleicht mit Raphael unseren ersten Gewinner. Aber sicher bin ich mir noch nicht. Das sind die letzten zwei Matches. In der reinen Theorie. Warum denn das Shirox-Lied? Ich habe gehofft, dass es das, was ich am wenigsten gewollt hätte. Und der Lied mit Shirox. Für U-Turn geht er für, also für Bullpump gehen. Ich würde wahrscheinlich für U-Turn. Aber das bringt mir natürlich hier auch nicht so viel. Ja, ist übel, das wilde Set. Ja, Shirox verliert gegen 2 von 3 Mons. Richtig. Deswegen habe ich gehofft, dass er nicht damit dealt. Aber der fährt so die Michi-Strategie. So, womit rechnet er am unwahrscheinlichsten? Okay, Shirox verliert gegen 2 Mons, dann liege ich mit Shirox. So, das ist so die Michi-Strategie. So hast du in der ersten Kampfzone genauso gespielt. Das ist halt das Ding. Der weiß einfach genau, wie es hier läuft. Okay. Ja. Ich muss Damage drücken. Wir konnten zwar immer die U-Turn abfangen und können dann daraus jetzt zum Glück trotzdem noch was machen. Extreme Speed sollte eigentlich nicht gehen. Ja. Passt. Magic Lake ist abgegangen. So wie es gewesen. Das hat keinen großen Unterschied gemacht gerade. Ihr wisst, was ich meine. So. Man muss ja nochmal für E-Speed gehen. Rauswechseln lohnt aber darauf nicht. Lohnt wirklich nicht. Ne, genau für Psychic. So, er geht für E-Speed. Dann passt. So. Raikou killt ihn wahrscheinlich nicht, auch wenn ich Specs bin. Würde ich mir den, glaube ich, ganz gern aufsparen. Das heißt, Blastoise muss jetzt hier einen Outrage nehmen. Und gleich noch ein BP tanken. Freies Kantor, Doktor. Der Outrage. Oh, ich sag es. Aber bei kommt noch ein E-Speed noch zu, ne? Ich glaube, ein E-Speed. Ah ne, kommt der nicht. True, kommt der nicht. Ich sag, den Bullet Punch kann er actually leben. Boah, das wird jetzt close. Das wird jetzt richtig close. So, ich gehe für Ice Beam und kille Dragonite. Und er muss... Komm jetzt. Austausch kann auch so viel Death haben, dann kann Turok jetzt auch so viel Death haben. Sei denn, Latias Tank auch noch vielleicht? Ne, Latias Tank hat safe ein Eisbeam. Er muss in Shirox gehen. Und hoffen, dass der BP killt. Und selbst wenn der Bullet Punch killt, hab ich immer noch Raikou in the back. Uff. Okay. Surf ist mein bester Move. Let's go. Da kommt der Patronenhieb. Mann! Warum kann Austausch so tanky sein? Na, 42 Min Damage und ich war bei 34. Shit! Warum kann Austausch so tanky sein? Aber fucking Dings nicht. Wahrscheinlich lebt er mit 34 KP. Ja, wenn Austausch so viel... Das ist rot, ja. Okay, wechselt raus. Das ist eigentlich das, was ich so ein bisschen gehofft habe in der Theorie. Ich bin schneller als Latias. Und die Frage ist, kann ich Shirox 2 hitten? Und kann... Also Shirox kann mich eigentlich nicht one-hitten mit U-Turn.
Latias stirbt. Das könnte wirklich ein Joke sein. So, jetzt kommt Shirox rein. Das ist, was ich meinte. Wir haben noch Raikou in der Back, was eigentlich ganz strong ist. So, jetzt wird's interesting. Er kann... Er muss sich in irgendwas locken. Er hat... Sein bester Move ist U-Turn. U-Turn wird mich nicht killen. Die Frage ist, wie viel macht Shadow Ball auf Shirox? Und ich habe auch Wahrscheinlichkeit auf einen Drop, ja. Und die Frage ist, wie viel macht Shadow Ball auf Shirox? Gehen für Shadow Ball. Er muss ja für U-Turn gehen. Wie viel macht Shadow Ball? Oh mein Gott! Killt er jetzt oder nicht? Killt er jetzt oder nicht? Na komm. Finden wir es heraus. Oh mein Gott! Es fehlt so viel! Es fehlt so viel, dass Raphael das hier holt. Holy shit! Ach du Scheiße! Es fehlt nur noch so viel! Holy shit, aber ey, dickes Clap! Wirklich, ach du Kacke, schreibt er. Also er schreibt gerade, ach du Kacke. Und es ist wirklich, ach du Scheiße. Raphael schreibt gerade 2,3% Chance, dass ich ihn kille. 1,2% Chance sogar. Ist halt, er schreibt Sage, ist wirklich Sage. Ey, big Clap aber auf jeden Fall für Raphael. Ganz, 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 ganz big clap. Holy shit. Geisteskrank. Aber geile Kämpfe. Also wirklich. Also wirklich krasser Run an Raphael. Und richtig geile Kämpfe. Nämlich Fire Drake. Super wilde Games. Wirklich. Also gerade gegen Ende hat sich echt nochmal richtig, richtig zugespitzt. Das war richtig cool. Ich danke dir, Raphael. Ich danke dir für die nicen Kämpfe. Schöne Prep. Schön gemacht. Richtig spannend. Geil. Geil, 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 geil.